Herr Vorsitzender, das ist heute Morgen natürlich eine Diskussion unter absoluten Experten. Darauf freue ich mich sehr. Und zunächst einmal möchte ich natürlich begrüßen, dass die Stellungnahme Förderung des fairen Handels in Europa auf der lokalen und regionalen Ebene bei der zweiten Sitzung der Fachkommission CIVEX am 24. Februar dieses Jahres einstimmig verabschiedet wurde. Das zeigt, dass wir uns bei diesem Thema alle weitgehend einig sind. Wie Sie alle wissen, ist 2015 ein wichtiges Jahr für die Entwicklungsagenda. Es ist nicht nur das europäische Jahr der Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch das Jahr, in dem sich die internationale Gemeinschaft neue Entwicklungsziele setzen wird. Das sollte dazu dienen, dass wir unsere Politik im Zeichen der Entwicklungspolitik kohärenter machen wollen. Der Kollege Jansen hat gestern in seiner Stellungnahme zum Thema »Ein menschenwürdiges Leben für alle« vom Zukunftsbild zu kollektiven Maßnahmen auch auf die Ausrichtung der Agenda für die Zeit nach 2015 auf die regionale und lokale Ebene hingewiesen und hat betont die zentrale Rolle, die die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Umsetzung der Reformagenda spielen. Außerdem hat er bei der Umsetzung von Partnerschaften gerade auch den fairen Handel als Beispiel hervorgehoben. Diese Ansicht teile ich natürlich. Dafür sind insbesondere die Partnerschaften zwischen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, zwischen Städten und Regionen mit ihren eigenen Initiativen in der Zusammenarbeit mit weniger entwickelnden Ländern, mit den Nichtregierungsorganisationen und mit ihren Bürgerinnen und Bürgern von zentraler Bedeutung für die Umsetzung unserer neuen Entwicklungsziele. Gerade erst vor 2 Tagen fand die Jahreskonferenz für dezentrale Entwicklungszusammenarbeit statt, bei der die Herausforderungen der notwendigen Kooperationen klargestellt wurden auf europäischer Ebene, um das Bewusstsein aller Akteure zu stärken, lokale und regionale Gebietskörperschaften, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Bürger, damit der faire Handel die Regel und nicht die Ausnahme wird. Aber auch im globalen Süden sollte das Konzept des fairen Handels bekannter gemacht werden und die Entwicklung des fairen Handels zwischen den Ländern im Süden zu unterstützen. Das ist keineswegs sozusagen der Austausch zwischen Nord und Süd, sondern der Austausch auch zwischen Süd und Süd. Nach dem Vertrag von Lissabon besitzt die EU ausschließlich Zuständigkeit für die Handelspolitik. Aber in ihren Beziehungen zur übrigen Welt ist die EU gehalten, die nachhaltige Entwicklung der Erde, die Solidarität und gegenseitige Achtung unter den Völkern zu fördern und zu freiem und gerechten Handeln, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der Menschenrechte beizutragen. Und darüber hinaus hat die Union den Auftrag, dem Ziel der Armutsbekämpfung zu dienen. Der Handel spielt dabei eine zentrale Rolle. Nach Welthandelsorganisationen hat sich der Welthandel seit dem Jahre 2000 fast verdreifacht. Und die EU ist weltweit der größte Handelsblock. 90% des weltweiten Wachstums in den nächsten 20 Jahren wird außerhalb Europas generiert. Der Handel aber sollte nicht nur zur Erschließung von Auslandsmärkten dienen, sondern auch zur Nachhaltigkeit beitragen. In meiner Stellungnahme geht es um den fairen Handel, verstanden als ein wichtiges Mittel, mehr Gerechtigkeit in die Handelsbeziehungen zu schaffen, da er die 3 Säulen der Wirtschaft, Umwelt und Sozialpolitik berücksichtigt. In einer zunehmend vernetzten Welt sollten die Handelsströme auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen nicht nur in Europa, sondern auch in den Handelspartnerländern verbessern. Dabei darf die EU und dürfen auch die Konsumenten nicht die Augen vor der harten Wirklichkeit der meisten der importierten oder verarbeiteten Waren aus Drittländern verschließen. Lange und komplexe Lieferketten ermöglichen es oft nicht, ein angemessenes Einkommen für die Produzenten am Anfang dieser Kette zu gewährleisten. Das Thema der sozialen und ökologischen Gestaltung von Lieferketten in einer globalisierten Weltwirtschaft ist für uns von zunehmender Bedeutung und wird auch auf der Tagesordnung des G7-Gipfels diese Woche in Deutschland stehen. Ich wünsche mir, dass auch zum Beispiel die Rolle der Kleinbauern in diesen Zusammenhängen berücksichtigt wird. Einer der Schwerpunkte meiner Stellungnahme ist es, von der EU-Kommission ein koordiniertes Vorgehen zum fairen Handel zu fördern und den fairen Handel als ein zentrales Element in der neuen Handelsstrategie zu verankern, die in Kürze von der EU-Kommissarin Malmström vorgestellt wird. Ein ganz konkretes Beispiel von einer europäischen Verordnung, die den fairen Handel indirekt begünstigt,
ist die Überarbeitung der EU-Richtlinien. Die lokale und regionale Gebietskörperschaften müssen die Freiheit haben, den fairen Handel im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe in der Praxis zu unterstützen und dafür auch als ein Beispiel für die Bürger und die lokale Wirtschaft dienen. Es gibt immer mehr Austauschprogramme. Der faire Handel sollte besser in Städtepartnerschaften und in bereits existierende Kooperationen integriert werden. Um Beispiele in diesem Bereich bekannter zu machen, neue Ideen zu fördern, müssen wir konkrete Maßnahmen andenken. Vorschläge, die in der Stellungnahme gemacht werden und die auch in der EU-Kommission und in Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen aus dem Europaparlament auf großes Interesse gestoßen werden, wären zum Beispiel eine jährliche Konferenz über das Thema und vor allen Dingen eine Auszeichnung für die europäische Hauptstadt des fairen Handels, wie wir sie seit mehreren Jahren in Deutschland bereits haben. So ein Preis ist der Ansporn für alle Städte und Regionen, sich zu bewerben, sich anzustrengen und eigene Ideen zu entwickeln. Der ADR hat im Zusammenhang mit meiner Stellungnahme auch eine entsprechende Studie über die Förderung des fairen Handels durch lokale und regionale Gebietskörperschaften veröffentlicht, die verschiedene Ansätze zum fairen Handel in der EU herausarbeitet, auch mögliche Hindernisse untersucht. Ich zeige sie hier noch einmal. Und hier gibt es eine Zusammenfassung von höchst interessanten Beispielen für bewährte Praktiken in ganz Europa. Ich freue mich auch besonders über die Unterstützung des Europäischen Parlaments, das sich immer sehr stark für den fairen Handel eingesetzt hat und die Empfehlung dieser und vorangegangener Stellungnahmen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung unterstützen. Bevor wir nun zur Abstimmung der Stellungnahme kommen, nur ein kurzer Satz zu den Änderungsanträgen. Ich danke den Antragstellern, also der ECR-Fraktion, für ihre Beiträge, von denen ich zwei übernehmen werde. Allerdings muss ich klarstellen, in meinem Bericht geht es um den fairen Handel als Ergänzung zum freien Handel. Wie ich bereits früher erklärt habe, muss die EU neben der Politik des freien Marktes den fairen Handel besonders fördern, damit er als Instrument der nachhaltigen Entwicklung dienen kann. Ich muss deshalb leider alle diejenigen Änderungsanträge ablehnen, die an den verschiedenen Stellen das Begriffspaar freier und fairer Handel einfügen wollen. Das klingt zwar gut, aber in einer Stellungnahme über die Forderung des fairen Handels geht es am Thema vorbei. Abschließend möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen allen bedanken, die Sie mich bei der Arbeitnahme dieser Stellungnahme unterstützt haben. Ganz besonderer Dank geht an meine Expertin Elba Estrada, ohne die ich hier nicht sitzen würde, sowie an die vielen Mitglieder und Organisationen, die Beiträge zur Stellungnahme, zur Studie bzw. zur Broschüre geliefert haben. Vielen Dank.